Oder? Dotzer, Flext. Die Mondingenieure haben unsere Anfrage abgelehnt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Jetzt! Constructor, Nico? Jo, wo? Da hinten. Oh, der kommt her. Jo, Leute, ich geh mal schnell die laufenden Viecher da hinten. Ja, ich geb mir den Constructor. Nein, ich muss nachladen. Ich hab keinen Sniper-Munition mehr. Kill den Constructor, kümmere du dich um alles andere. Ich hab keine Sniper-Munition mehr. Ja, das ist schon okay. Constructor ist am Arsch. Du musst halt ohne Sniper kämpfen. Mach ich schon. Scheiß Erfolge in der Reparaturen. Ich habe der Mondbasis die Sauerstoffversorgung gekappt. Ich schätze, die werden deine Schnellreisestation jetzt ziemlich bald schicken. Verdammt, Elfie, was soll das? Das sind die Bösen! Ich hätte dir alles auf den Hals, was ich habe. Alles! Oh fuck, renn. Da kommt ein Feuerloader. Tod, Bloodloader. Alter! Alter. Gut, ich muss wohl kill die geladen, ich muss tuben. Alter. Du musst den Transmitter reparieren. Entdeckung, Alter, richtig hart Entdeckung. Sie schicken jetzt die Schnellreisestation. Geht doch nichts über eine Todesdrohung. Scheiße. Nochmal Scheiße. Der Badass-Loader nervt einfach hardcore. Repariere den Transmitter. Julian? Nein, ich bin tot. Na, ah, shit. Ja, ich bin weg. Ah, ungeil. Ich komme wieder. Schaffst du's? Diamond. Fuck it. Wenn du den Transmitter nicht reparierst, kommst du nicht das Sanctuary zurück. Ich hab dich. Leb wieder. Leb nicht mehr, Moment. Ja, ich halte sie dir wenig von dir ab. Oh, danke, der wollte ich gerade killen. Würdest du mich holen? Am Arsch. Wenn du den Transmitter nicht reparierst, dann kommt deine Lieferanfrage nicht durch. Naja, chill mal. Sie ist gleich da. Du musst den Transmitter nur noch ein paar Sekunden lang beschützen. Muss eine Muni holen gehen. Ja. Die Schnellreiseeinheit ist gelandet. Gib mir eine Sekunde, dann kalibriere ich sie auf Sanctuaries neue Position. Los, schnell! Kehre mit der Schnellreisestation nach Sanctuary zurück. Entschuldigung, wir beide haben ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Nico? Nee, nee. Da war kein Loot mehr. So. Das war doch nicht schlecht, ne? Banditen, ich sag Ihnen, habe Glück in meinem Leben. Auf geht's. Die Stadt ist jetzt vielleicht sicher, aber was passiert, wenn Hyperion den nächsten Beschuss startet? Wir haben keinen Schild. Ah, guter Einwand. Ich geh mal ans Echo. Stimmen sind voll laut von denen. Oh gut, du bist nicht... Klar, sorry. Wenn es dich nicht gäbe, wären wir alle tot. Aber wir brauchen einen Plan.
Jack baut weiter und kommt dem Krieger immer näher. Und wir wissen immer noch nicht, wo er den Kammerschlüssel versteckt. Dabei kann ich euch helfen. Du? Verdammt, du solltest uns doch nie mehr kontaktieren. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Klar, hören wir auf den irren Computer, der uns umbringen wollte. Hey, wisst ihr noch, wie sie uns erzählt hat, die Kammer wäre voller Beute? Er ist bei mir. Ich lade den Kammerschlüssel auf. Sprich weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen. Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkern über 1000 Cuts, geschützt durch 3 unpassierbare Sicherheitshürden. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Thermoschallenergie, programmiert, um jeden Unbefugten zu atomisieren. Also ja, eine Todeswand. Dahinter liegt die zweite Hürde. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das klingt noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was auch passiert, lasst Lilith keinesfalls in meine Räume. Was soll denn das heißen, verdammt? Wollte sie uns in eine Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle hin oder her. Wenn jemand sie abschalten kann, dann du. Mach dich auf ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich weiß, wie die erste Hürde zu überwinden ist. Okay, das läuft. Ja, ne? Mal kurz gucken, was beim Waffenkaufen und so alles abgeht. Nichts. Da ist der Typ mit Iridium. Such dir was aus! Meine Zeit ist kostbar! So, was kann der mir denn anbieten? Shotgun. Sniper. Raketenwerfer mehr, das ich mehr tragen kann. Das würde natürlich mein Geld noch mehr schaden. Shady, ja, und so weiter halt. Nee, ich war doch Shotgun. Hasse diesen Laden. Ernsthaft? Ich hab ein bisschen viel Geld übrig. Okay. Bei meine Schrotze an. Nimm ich mir einfach mal. Hast du eh genug Geld? Also, spielen wir noch eine Runde weiter. Ich kassiere dann wenig Geld. Oh, die ist interessant. Alter, was ist das für eine krasse Waffe? Guck ich mir mal an, was da so ist. Feuert so schnell, wie du abdrücken kannst. Die ist scheiße. Alter. Ich hab 9 Raketenwerfer. Ja, gibst du mir dann deinen? Mhm. Das ist nice. Alter, Julia. Oh. Ja, guck mal, 8. Oh, nee, nicht so mega voll. Gibst du mir deine Waffe? Ja, Moment. Oh, sorry, hab ich dich gerade zu sehr beeindruckt. Nee. Was war da drin? Ich will das chillen, bevor du nimmst, okay? So. Ja, da war. Warte mal. Ganz unten müsste es sein. Nee. Da, das da. Das war drin. Krieg ich dann nicht mal deine Rakete? Ah, da liegt die. Hab ich schon geworfen. Ja, chill mal. Musst du nur aufheben. Nee, nicht das da. Da. Brauchst du einen neuen Sniper? Wie viel zieht die? Nicht viel. Nicht viel. Stromschaden halt, aber das war das Einzige. Oh, nice, Julian. Ja. Da hast du nicht schlecht Iridium gemacht. Da waren, glaube ich, 16 Iridium oder sowas. Möglich. Was ist das für eine Waffe? Pistole.
Ich überlege gerade, ob ich mitspiele, aber du hast 400.000 und ich habe nur 60.000. Mittlerweile habe ich auch keine 400.000 mehr, dank dir. Bullshit-Waffe. Wie viel zahlst du pro Dreh? 4.400. Und wie viel hast du noch übrig? Wir werden Jack nicht aufhalten können. Lol, willst du die Waffe haben? Ich verkauf sie halt, ja. Ich hab jetzt noch 92.000. Oh, Alter, nice Schrotze für mich. Gönn dir. Ah. Boah, gönn dir, guck dir mal die Magazingröße an. Sowas hasse ich halt. Zwei. Aber ich guck mal die Nachladegeschwindigkeit an. Mein Inventar ist voll. Ich guck mir mal die Nachladegeschwindigkeit. Alter. Nico? Ja? Nimm mal die Pistole drüben raus, ich bin voll. Jo, weil ich guck mal kurz noch die Schrotze an. Na, wo ist der? Da! Nachladegeschwindigkeit. Ne. Zu lahm. Willst du die Pistole nehmen? Kannst du haben. Wo kann ich ihn dir verkaufen? Bei. Gleich mach's dumm! Bei Markus, oder? Jo, ich hör's auf. Kurzes Duell? Nee. Erstmal kurz Waffen verkaufen. Doch, ein kurzes Duellchen, nicht viel. Oh! Gerade eben ein kleinen Leck gehabt, was geht? Was geht? Hier gibt's Medikits und Schilde. Was gibt's denn da für Schilde? Erst warte, ich ein bisschen mit Shotgun spielen mal. Ja? Gönn dir. Verursacht extra Explosionsschaden, das ist geiler. Mehr Muni. Feuerrate ist höher. Nee. Ich verarzte dich jederzeit. Das ist natürlich ein Teil, der mir sehr gefällt. Verbraucht 2 Munition pro Schuss. Gefällt mir weniger. Du hast nicht. Das Ding hat 24 Schuss. Lass es, Junge. Was für ein Teil? Die schrotze dich ab. Wie viel zieht die? Nicht viel. 1190 mal 6. Ah, okay. Ja, ich könnte dir eine bessere geben. Ja, passt. Ich habe eine 1170 mal 14. Brauchst du die nicht? Die ich gerade nicht benutze. Nee, ich will, Wie viel Schuss hat die? 12. Ja, gib mal her. Jo, sofort. Ich muss gerade noch verkaufen. Eine Pistole, die. Nee, egal, Pistole, Alter. Nehme ich doch nicht. Nee. Boah, ich schieße. Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch, aber gegen Schilde taugen sie nicht. Meine hat halt noch Ding hier. Jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skag Steak. Meine hat noch Slack-Schaden dazu. Nee, lass mal, ich nehm die hier. Deine verbraucht 3 Muni pro Schuss. Oh, ja gut, dann. Gut, geh mal. Ich guck noch kurz bei Markus, ob der eine chillige Waffe hat. Ich bitte dir eine Gelegenheit! Eine Sniper hätte der. Hab ich die nicht schon? Willst du mal aufhören? Was aufhören? Du, reisen. Ja, ja. Inventar rumzuhängen. Ja. Nimm mal eine Chillpill. Was jetzt wieder kommt? Die Gegend mit den ganz vielen geilen Viechern. Ah, das heißt. Der Riesenlabor. Dann nehme ich die Schrott. Oh nein. Oh ja. Oh nein. Alter, bin ich im normalen Modus schon 150 mal verreckt. Oh ja. Boah, Alter. Da hab ich Spaß. Bessere Ware findest du nirgendwo. Da du bist mein millionster Kunde. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Möge es dir willkommen in meinem bescheidenen Laden. Boah, Markus redet gerade so viel. Heidi Düni, willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Warte, wir müssen hier schon Rennen machen. Oh. Du bist schon am Arsch der Welt, ja gut.
Ja.